Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Rogue Heroes. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So, hier links lang. Erstmal das da umbringen. Zack. Das weg. Abfackeln. Obwohl war unnötig. Irgendwie muss man da hinkommen. Ich merke langsam, woran man diese Buschviecher erkennen kann. Ich weiß nicht, wie ich sie anders nennen soll. Die sind so ein bisschen dunkler. Hier kann ich lang, da ist Endstation. Obwohl, hier sind wieder diese Statuen, kann ich mich rüberziehen. Ich gucke auch hin und wieder ab und zu mal auf meinen Chat. Deswegen stehe ich auch manchmal nur. Gegen 9 muss ich mich auch mal ganz kurzzeitig von euch verabschieden. Da mache ich dann kurz so ein Pausebild rein. Und bin danach wieder da. Weil mein Kater hat irgendeine Augenkrankheit und ich muss den dann Augentropfen geben, laut Arzt. So, jetzt bin ich hier. Danke, dass du existierst. So kann ich mir das nehmen. Ich spring mal hier runter, ne? Dem Weg konnte ich ruhig nochmal laufen. Der war echt nicht lang. Ich mag diese Tentakel nicht. Darunter ist auch noch was. Ich kann ja von hier aus gucken, ob da was ist. Man kann da auf jeden Fall einmal quer entlang. Ja, jetzt darf ich eh erstmal warten, bis sich das wieder aufgelöst hat. Weil ich habe ja jetzt wieder Bilder im Kopf offenbar gehabt. Ich muss da unten lang. Was ist das da oben eigentlich? Komme ich da irgendwie hin? Oder ist die einfach nur Deko? Die sieht halt cool aus. Ja, komm. So, das ist tot. Komm, verreck für mich. Den greife ich weg. Oder ich lasse ihn in Ruhe. Geht auch. Ich muss nicht mit ihm kämpfen. Ich töte ihn lieber über Fernkampf. Ist sicherer. Ich habe noch gar nicht im Bestiarium geguckt, was die fallen lassen. Wo ist das Vieh? Ascoma lassen die fallen. Das ist Ascoma. Sagt mir überhaupt nichts.
Du bleibst da hinten. Einmal hier ums Eck. Och, das wäre fast schief gegangen. Da ist schon wieder dieses Dreckzeug. Und es haut mir auch noch so viel Schaden rein. Und da kam ich gerade, ne? Brauche ich nicht hin. Nein, da habe ich keine Lust drauf. Mach ich lieber ein bisschen das Gras kaputt. So, jetzt kann ich hier ein bisschen prügeln. Komm her. Tot. Ick. Ich habe nur die Armee gesehen. Aua. Bin schon wieder fast tot. Zum Glück hält das nicht lang. Ich habe irgendeine Höhle gefunden. Wir machen das jetzt so. Zack, zack. Einer weg, der andere weg. Hat prima funktioniert. Was auch immer da drin ist, ich hole es mir. Quakerhöhlen. Das ist nicht der Tempel, ne? Ich muss hier drin wahrscheinlich irgendein spezielles Item holen. Was war das denn jetzt? Warum bin ich auf einmal da gewesen? Ich verstehe nicht ganz. Warum bin ich jetzt hier im Schlamm? Was war das denn für ein komischer Bug? Ja, da an Land schaffe ich es nicht. Ich weiß nicht, warum ich da auf einmal im Schlamm war. Da fehlt mir gerade jegliches Verständnis. Was war das? Wieso habe ich mich denn da auf einmal durch die Map geportet? Hier kann ich weiter. Ich glaube, dich hatte ich noch nicht. Erstmal hier. Boomerang. Hinzugefügt. Ich darf keinen Treffer kassieren. Da gehe ich mich lieber noch mal eben draußen healen. Und das ging gerade komplett schief. Ein Treffer und ich wäre tot gewesen. Tot. Wenn man direkt da dran steht, dann treffen die eigentlich so gut wie gar nicht. Also so gut wie heißt nicht, die treffen überhaupt nicht mehr. Sie können natürlich noch treffen, wie man ja gerade sehen konnte. Aber ich bin mir sicher, ich kriege hier irgendein lebenswichtiges Item. So, hier will ich lang. Ich will da reinrennen.
So, öffne dich. Oh, hier sind Heals. Oh, danke. Einer ist tot. Komm her. Eine Kiste. Ich habe einen Schlüssel daran gefunden. Dafür bin ich jetzt den ganzen Weg gewatscht, um einen Schlüssel zu kriegen. So, hier durch. Über die Brücke und den Schlüssel verwerten. Da ist der gefangene Sumpfmensch. Puh, dank sei den Göttinnen, dass sie jemanden geschickt haben. Du musst uns aus diesem Käfig herausholen. Ein Quaker ist ihnen entkommen und hat sich tief in den Höhlen geflüchtet. Finde ihn und hüpf ihn in den Mund, dann hilft er dir durch den dicken Schlamm, um den Hebel da oben zu erreichen. Danke, Ed. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Ein Quaker, der mich... Ich soll einem Quaker ins Maul springen? Das klingt schon lustig. Das werde ich nicht verneinen. Wo ist das zweite Ding? Komm... Ich will dich nur verprügeln. Danke. Aua. Das sieht sehr nett hier aus. Da ist Schalter Nummer 3. Ich will noch den vierten eben kurz herausfinden, wo der ist. Du bleibst da hinten. Oder stirbst einfach sofort. Das geht auch. Okay, ich habe die Schalter jetzt alle gesehen, glaube ich. Hier ist der erste und da oben sind die anderen beiden. Ich hoffe, es sind nur die drei. Natürlich aktiviert er sich jetzt. War schnell genug, okay. Ein neuer Schlüssel. Ich konnte da unten noch unten rechts rein. Ich weiß nicht, ob ich das sollte zuerst. Aber ich mach's trotzdem. Hier war auch eine Tür. Ja, und das ist ein Easy-Rätsel. Einfach hier rüberziehen, Kiste nehmen, einen Schlüssel, weiterziehen. Ein geschenkter Schlüssel. Beschwere ich mich nicht drüber. So, hier jetzt mit dem einen Schlüssel lang. Komm. Den treffe ich hier nicht. Ich habe mal dran gedacht, den Schild zu benutzen. Boah, lass doch wenigstens einen Heal fallen. Zack. Was ist das denn für ein ekelhafter Raum? Ich glaube, da unten will ich nicht lang. Ach du Schande.
Ich nehme den rechten Weg. Und ich will hier definitiv nicht runter. Was habe ich da gerade bekommen? Habe ich einen neuen Schlüssel bekommen? Ich glaube schon. Ich habe es nicht ganz erkennen können. So, warten, bis die dabei sind, sich einzuziehen. Und dann rübersprinten. Man hätte auch unten lang gekonnt. Aber da wäre man dann nicht an den Schlüssel gekommen. Da ist, glaube ich, dieser Quaker, den ich suchen sollte. Hallo, mein Freund. Ich schwimme in seinem Maul. Wie lustig ist das denn? Ich habe einen neuen Freund. Das ist ja viel besser als die Stiefel. Aber nicht in den Kampf ziehen. Das wäre mein Tod. Da ist auch noch so eine schöne Musik dabei. Ich gehe nicht davon aus, dass man hier in dem Schlamm bedingt was findet. Aber wenigstens habe ich ihn hier bekommen. So, dich töte ich jetzt. Danke für die Münze. Und ich habe sie gerettet. Tolle Arbeit, ihr Helden haben wirklich was drauf. Du hast das Vertrauen der Quarke verdient. Hier, nimm diese Flöte. Wenn du daraus spielst, kommen sie aus dem tiefen Schlamm, um dir zu helfen. Sie halten sich allerdings von den Titanen fern. Da bist du also auf dich allein gestellt. Froschflöte. Damit kann ich jetzt diese Frösche rufen. Klingt so ein bisschen wie die Ocarina. Aber nur ganz leicht. Ich kann mir jetzt einfach einen Frosch herbeirufen. Das ist viel besser als diese Stiefel. Ah, ich muss das genau an denen dran machen. Dann funktioniert das mit den Angreifen. Jetzt kann ich mir auch diese eine Abkürzung da oben rechts holen. Vom Prinzip her. Hier würde ich gerne einmal raus. Ah, hier habe ich die Leute befreit. So, Froschflöte. Schön, dass ich jetzt meine Kumpel hier habe im Froschgestalt. Die machen mir das Leben deutlich einfacher. Lass mich in Ruhe. Es kostet mich auch null Magie. Ich kann mir gerade so einen Frosch herbeirufen, der mich durch den Sumpf transportiert. Also das ist wunderschön. Wo ist mein Froschkumpel in Real Life? So. Froschkumpel holen. Und durchspeeden. Boah, der Frosch ist cool. Ein bisschen hochheilen. Da oben will ich hin. Komm her, mein Freund. Dass das auch in den Höhlen funktioniert, ist einfach schön. Mein Kollege ist gut, der schreibt mir jetzt erst, bin auf Arbeit. Das hätte mir mal ein bisschen früher schreiben können. Ich wollte von ihm nämlich abhängig machen, ob ich Rogue Heroes oder Pokémon Revolution streame. Ach, den kann ich ignorieren. Friss! Obwohl, ich hole mir erst die Abkürzung.
Dann kann ich auch später nochmal hier hin. Falls ich jetzt drauf gehen sollte. So, hab sie. Ist in der Richtung irgendwas? Nee. Ich sehe schon, man kann Fische wahrscheinlich angeln. Ich habe kein Interesse an dem Vieh. Also wenn man hier nicht sprengen kann, ne? Dann stimmt was nicht. Das sah zu verdächtig aus. Als ob man den ganzen Weg läuft, um in eine Sackgasse zu rennen. Hier ist eine Kiste. Du kannst wieder rauskommen. Ich brauch dich nochmal. Aber wie viel leichter, dass das einfach gemacht hat. Ich kann das nur rufen, wenn ich halt in der Nähe vom Land bin. Also ich muss auf dem Land draufstehen und von dort aus hier in die Trillerpfeife. Warum will ich da lang? Ich kann die Abkürzung nehmen. Ich muss jetzt auf jeden Fall nach da unten. Oh, noch mehr Essen. Das ist auch so viel cooler, als einfach durchzurennen. Einfach einen Froschhof ins Maul hüpfen und dann einfach so richtig hart durchdashen. Ey, für diese Strecke habe ich gerade eben Minuten gebraucht. Also, ich habe 10 Minuten für die eine Strecke gebraucht.